Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ja, ihr seht hier gerade, es tummeln sich wieder einige Leute um mich herum. Ich habe gerade einen mehr oder weniger freien Abend und habe ein bisschen gedacht, ich mache mal Offscreen was. Könnt ihr mal gucken. Ich habe alle Steinrosen, bis auf eine, die noch in Drachenfels ist, oben bei Melister. Da habe ich jetzt gerade natürlich keinen Bock drauf, nochmal einen kompletten Dungeon zu machen. Ich habe hier diese ganzen Stinkekäse und goldener Kürbis und so weiter. Habe ich gar nicht gesucht, konnte ich alles mit ein paar Klicks im Bazar kaufen. Das war easy. Außerdem habe ich hier, da, alle Lotus auch im Bazar gekauft, wobei einer, den ich unterwegs getroffen habe, mir das verkauft hat. So, aber jetzt bin ich drauf festgenagelt worden, endlich das Wasserwerk zu machen. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe ein paar Leute ausgesucht. Helena, geh zur Position. Ja. Ich musste jetzt spontan entscheiden und jetzt machen wir die Krabbengasse. So, jetzt haben wir nämlich hier die Helena. Dann haben wir den Richard Himmelsfaust und die beiden sind Level 100. Die habe ich mir extra ausgesucht. Ach, und hier ist schon der Richard und dann geht's los. Du betrittst gleich. Ja, der dauert angeblich 4 Stunden. Die sagten, ja, den schafft man so in 20 Minuten. Ehrlich gesagt, ich glaub's nicht so ganz. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Endlich ins Wasserwerk. Moment. Keiner. Und bitte die Quests entgegen. Dies ist kein Ort für eine Luftatmer wie dich. Schau dich um. Da ist ein großer Strudel in der Mitte des Raumes. Und selbst wenn du dem Sog widerstehen kannst, gibt es hier unten fürchterliche Monster. Die halten es sich nicht an deine dummen Zauberduellregeln. Wenn du bleiben willst, gut. Was auch immer passiert. Meine Schuld ist es nicht. Ich bin dann mal weg. Helena, keine Angst. Richard, wo ist denn jetzt der Dritte? Der Johnny. Ich wollte doch vorhin. Na gut. Der Johnny hat es nicht geschafft. So. Wo bist du denn, Johnny? Helena? Ups. Du betrittst gleich. Richard, Helena, Johnny, Kaios, Kevin. Dies ist keine Ort. Und wenn du bleiben willst, gut. Was auch. Ein merkwürdiger Wirbel befindet sich an dieser Stelle. Vielleicht lässt er sich mit Hilfe des Ventils abschalten. Leider bewegt sich das Rad keinen Zentimeter. Die Sicherheitshebel müssen betätigt worden sein. Es gibt insgesamt 4 Sicherheitshebel, die mit dem Ventil verbunden sind. Wenn du das Diagramm hier richtig liest, befindet sich in verschiedenen Räumen hier in der Nähe. Wenn du das Rad drehen und damit das Ventil schließen willst, musst du wohl alle 4 Hebel umlegen. Ein Raum ist offen. So, Freunde. Ich muss meine Mitglieder hier nochmal darauf hinweisen, dass sie nicht dauernd vorrennen. Ach ja, das hatten wir eben schon. Bleiben willst du? Gut. Was auch immer passiert. Meine Schuld ist es nicht. Ich bin dann mal weg. Muss die Quests mitbekommen. So, an alle Leute aus meiner Gruppe. Ach guck mal, da wird schon gekämpft hier. Ihr seid mir ja welche. Ich muss mal gerade auf meine Karten gucken. Ich weiß gar nicht, was ich gerade ausgerüstet habe. Bosskartenspiel. Bosskartenspiel. Wie ist denn das überhaupt ausgerüstet? Mein Bosskartenspiel. Verflucht. Jetzt bin ich gerade total durcheinander. Bosskartenspiel. Ja gut, wir probieren es jetzt mal. Finnzahnhexer. So, 4 Stunden soll der angeblich dauern, wenn man den alleine macht. Fuck, jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Mist.
2222. Okay, die haben alle ordentlich Power unterm Hintern. Aber jetzt muss ich mal mich gerade wieder konzentrieren. Ich hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, jetzt aufzunehmen, ne? Eigentlich habe ich im Moment gar keine große Lust gehabt. Ich dachte so, ja. Ich bin gerade so ein bisschen privat, ein bisschen frustriert. Ne? Gründe nenne ich jetzt nicht. Ich dachte, ja, komm. Ich setze mich an den PC und zocke so ein bisschen einfach die Nebenquests hier. Sachen sammeln, also diese lästigen Sachen. Ja, und dann haben plötzlich mich viele Leute angeschrieben und ich dachte, ja komm, lass es uns mal endlich machen, dass das Wasserwerk macht. Ich weiß, dass viele Leute wahrscheinlich sauer sein werden. Ach man, ich wollte doch auch mitmachen und so, aber viele von euch waren ja, oder einige von euch waren ja auch schon oft dabei und jetzt sind wir, ich glaube, diese Gruppe hier, die jetzt dabei sind, sind alle komplett neu. Die waren noch nie dabei und das finde ich cool. Welches Video? Weiß ich gerade nicht. Nicht, Komma, welches Video das ist. Bong bong. Name? Ja, wie soll's heißen? Schlag einen Titel vor. Die da vorschlagen. So, ich lasse die anderen mal machen. Das Werk mit den Fantastischen Vier. Das finde ich gut. WW mit den Fanta 4 finde ich gut. Sehr gut. Wasserwerk mit den Fantastischen Vier. Ja, das gefällt mir. Das darf ich nur nicht vergessen. Ne? Das ist jetzt ganz besonders. Das ist sowas, worauf jetzt alle gewartet haben. Und Kevin! Bin ich ja mal gespannt, was hier gedroppt wird für mich. Catch geblockt. Hier, yeah, Baby. Helena. Wir haben mal endlich wieder eine Frau in unserer illustren Runde. Frauen sind ja hier bei Wizard 101 dann doch ein bisschen seltener vertreten. Es sind viele Jungs dabei, die das spielen. Mädels, hier und da mal. Hier die Maya ist öfter mal dabei und so. Aber es sind insgesamt wenig, ne? Zum Schluss noch Titelbild. Okay, klar doch. Aber es ist jetzt nur eine Wasserwerkaufnahme hier. Ach so, wir müssen Zähne sammeln. Na super. Du liebe Güte. Tja, jetzt sind wir hier im Wasserwerk. Ach du, was ist das denn da? Fische in Robotoren? Aquamat-Drohne. Die spinnen ja. Ach, guck mal hier, die Leute. Kennen wir doch aus dem... aus Celestia, aus der Grotte. Die Spinner. Was ist das denn? Ja, sicher, ein Wüstensturm unter Wasser. Ist klar, Leute. Lustig, wie sich letztens jemand darüber aufgeregt hat. Wie könnt ihr denn mal so einem Zauberspiel... Oh, jetzt schneit's unter Wasser. Nee, ist klar. Sind wir überhaupt unter Wasser? Ja, sind wir. Hat sich jemand darüber aufgeregt, dass sich das oder dass das andere auch so in Frage gestellt haben, die Logik. Natürlich meinen wir es nicht total ernst, aber man kann ja mal ein bisschen... ein bisschen Quatsch machen, oder? Jetzt habe ich heute noch irgendeinen Kommentar gelesen. Lass mal überlegen. Muss ich hier erstmal auswählen. Eigentlich kann ich hier eben machen, was ich will. Weil ich sehr starke Leute dabei habe. Irgendeinen Kommentar gelesen. Ach, verdammt, worum ging's noch? Genau, ich hatte mir irgendjemanden angeguckt, der Rezepte für Hüte verkauft. Und ich hatte gesagt, so im Let's Play, ach, das ist doch voll der Unsinn, kann ich nicht machen. Und irgendwann geschrieben, nein, das ist kein Unsinn, die Hüte sind alle sehr gut und so weiter und so fort. Ja, das war aber alles Unsinn, weil das alles Hüte für die Todesschule waren, glaube ich. Und ich konnte mit denen sowieso nichts anfangen. Deswegen war das völliger Quatsch. Naja, nicht sauer sein.
Nicht sauer sein. Was ist das denn jetzt? Ach, der Gustav ist das. Was ist das? Die Killed Kaios App. Jetzt kann ich sie auch nochmal offiziell erwähnen, ne? Ne, Quatsch, Moment. R. Ich spreche jetzt drüber. Dupdi-dupdi-dum. So, lass mal gucken hier. Ach, guck mal, die sind doch alle gleich eh schon hinüber. Ich kann hier nicht so viel machen. So, die Killed Kaios App. Es haben noch nicht alle Leute mitbekommen. Die kann man sich nicht im App Store oder im Google Play Store runterladen. Die könnt ihr euch über meine Facebook-Seite runterladen. Oder über, unter den Kommentaren schreibt auch oft jemand, der nennt sich Killed Kaios App. Und da könnt ihr das gerne runterladen. Da könnt ihr dann immer die neuesten Einträge auf meiner Homepage sehen. Huch, was ist das denn jetzt? Und ach komm, wir passen. Ist doch Quatsch. Per Facebook-Posts werden ebenfalls aufgelistet. Genau wie die neuesten YouTube-Kommentare. Was haben wir da? Ein Fanshop. Mein Fanshop, den ich offiziell noch nicht eröffnet habe. Selbst der wird dort angezeigt. Aber haltet euch ein bisschen zurück mit dem Kaufen. Gebt nicht direkt euer ganzes Geld für meine ganzen tollen Merchandising-Sachen aus. Nein. Sind eigentlich alles das noch in der Beta-Phase quasi, dieser Shop. Naja, der lebt. Ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Bleibt, wenn ich jetzt hier rumgähne. Das Wasserwerk, das Wasserwerk. Durchstochen, kritisch. Ach du liebe Güte. Heftig. Der Kevin passt. Und wir machen weiter. Neros Helm. Majestät. Du legst den ersten Sicherheitshebel um. Ein guter Anfang. Ja, finde ich auch. Seltsamer Wappenrock. Wer macht Muscheln? Ich rechts. Was? Das können wir alles nicht gebrauchen. Und ja, es ist wohl richtig, Leute. Ich brauche deutlich mehr Resistels. Ich hätte nicht so viel saufen sollen vor der Aufnahme. So viel Wasser saufen, ey. Ich bin total benebelt. Huch, was ist das denn hier? Wollen wir mal lesen, oder? Bevor die Lichter verglühen, öffne alle blauen Muscheln, um eine Belohnung zu erhalten. Gelbe Muscheln dagegen bringen Unglück. Okay, ja, das ist nicht so schwer, ne? Blaue Muscheln öffnen, gelbe zulassen. Das ist nicht schlimm, wenn das die anderen machen. Was kriegen wir dafür? Ich wette, wenn man eine rote, eine gelbe öffnet, dann kommen hier irgendwelche Gegner, gegen die man kämpfen muss. In Anbetracht dessen, dass man das Wasserwerk wohl sehr oft machen muss, um gute... Denke ja nicht, du könntest unsere Goldader lahmlegen und damit davonkommen. Du gehst hier nicht lebend heraus. Luska. Okay, die ändern gerade noch ihr Deck. Ach, guck sie dir an, wie sie all ihr Deck verändern. Keine Fallen? Ach, der hat Regeln. Okay, dann mache ich bei mir auch mal die Fallen raus. Feuerfalle, Feuerfalle, Elementar, Falle. Darf ich nur nicht vergessen, wieder reinzumachen, ne? Jetzt bin ich aber gespannt, Freunde. Erste Gegner hier mit Regeln. Kaios. Ja. Ich hasse das. Wenn sich das hier immer wieder umstellt. Danke. Grüße ihn zurück, den Nick. Los geht's. Auf geht's. Wir kämpfen jetzt gegen Luca Dallismunde. Ist er Franzose oder was? Au, 21.000, ach du Schande. Jetzt bin ich aber mal hier gebasht.
Oh, lass die Folge zählen. Na, gucken wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ciao, Freunde. Bin gespannt.